Hey Sonny, schau mal! Heute findet der Wings for Life World Run statt. Du sollst nicht dich filmen, sondern die Läufer. Ja, besser. Heute, am 6. Mai 2018, ist es wieder soweit. Und Menschen in aller Welt laufen, um Forschungsgelder für die Heilung von Querschnittslähmung zu sammeln. Das hier ist übrigens eine sehr schöne Aktion, denn hier laufen diejenigen für diejenigen, die nicht laufen können. Wings for Life. Und warum läufst du nicht mit? Vielleicht nächstes Jahr? Immer diese leeren Versprechungen. Jetzt! Okay, während du so dahin schleichst, erzähle ich ein bisschen etwas über die Entstehung dieses großartigen Events. Die Idee zu diesem weltumspannenden Lauf hatte Motocross-Weltmeister Heinz Kienigartner, dessen Sohn nach einem schrecklichen Unfall im Jahr 2003 querschnittsgelähmt ist. Kienigartners sehnlichster Wunsch ist es seither, Heilungsmethoden für diese Krankheit zu finden. Unterstützt wurde er spontan von Didi Mateschitz, dem legendären Red Bull-Gründer, mit dem er die Stiftung Wings for Life ins Leben rief. Das Konzept des World Runs und des sukzessiven Ausscheidens der Teilnehmer stammt von Anita Gerharter, der Geschäftsführerin der Stiftung. Und was sagst du dazu? Ich glaube, deine Kamera ist ein bisschen dreckig. Von immer wieder. Es ist so eine schöne Veranstaltung, besser als jeder Marathon. Naja, der Wien-Marathon ist auch schön. Aber stimmt, diese Veranstaltung ist einmalig. Ich werde nächstes Jahr auch mitlaufen. Oh Mann, die sind so genial. Wirklich, toll. Bin sehr beeindruckt. Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist super. Dann feuer die Läufer doch an. Genieß mal diese Bilder. Ja, Ausreden über Ausreden. Nicht klatschen können, nicht mitlaufen können, aber okay. Noch kurz etwas über die Teilnahmebedingungen und Regeln. Jeder, der über 16 Jahre alt ist, kann mitmachen. Das gilt natürlich auch für Rollstuhlfahrer. Und sie sind wirklich die Helden dieses Events, bei dem es nicht ums Gewinnen geht, sondern darum, füreinander da zu sein. Im Mittelpunkt stehen tiefe Emotionen, Mitgefühl, aber vor allem die Freude am gemeinsamen Erlebnis. Der Wings for Life World Run findet zeitgleich in etwa 30 verschiedenen Ländern statt. Es gibt keine vorgegebene Strecke und somit auch kein Ziel. Die Teilnahmegebühr betrug dieses Jahr in Wien 50 Euro. Sonny, träumst du schon von deiner Teilnahme im nächsten Jahr? Oder sind dir 50 Euro zu teuer? Okay, träum weiter. Also 30 Minuten nach dem Start kommt dann das sogenannte Catcher Car ins Spiel. Es startet mit 15 km/h und wird mit Fortdauer des Rennens immer schneller. Diese Autos sind via Satellit miteinander verbunden und rollen das Feld in jedem Land von hinten auf. Irgendwann bleibt dann nur noch ein einziger Läufer übrig und das ist dann der globale Sieger. Jetzt kommt gleich das Catcher-Car. Ich sehe es noch nicht, aber es kommt gleich. Ja, für diese Läufer und Läuferinnen ist das Rennen somit vorbei. Tolle Leistung, wow! Diese Benefizveranstaltung existiert übrigens seit dem Jahr 2014. Im letzten Jahr konnten durch mehr als 155.000 Teilnehmer weltweit über 6 Millionen Euro gesammelt werden. Diese Spenden fließen zu 100% in die Rückenmarksforschung. Sonny, Abschiedsworte? So, das war's vom Wings for Life Run aus Vienna. Lauft für jene, die es
können. Spendet für jene, die es nicht können. Schnappen wir mal alles Gute. Kurz. Ciao. Was heißt spendet für jene, die es nicht können? Jeder kann spenden. Also noch einmal. So, meine lieben Freunde, das war's vom Wings for Life Run aus Wien. Lauft für jene, die es nicht können. Eine tolle Veranstaltung. Ciao. Stimmt. Und ich hoffe sehr, dass im nächsten Jahr auch ein bisschen an die Umwelt gedacht wird und Plastikbecher endlich der Vergangenheit angehören. Dankeschön.